Erstmal hier ein bisschen. Jagdmesser. Level 6. Oh, wir sind schon Level 6. Alles da? Oh nee, da sind noch mehr Schätze. Wir holen erstmal ein bisschen Luft. Und dann der Rest ist auch noch unser. Komm. Aber wo? Na lo, na schwimmt. Hä? Bleibt doch nicht überall hängen. Es waren doch aber 5. Habe ich doch gesehen, oder? 5? Aha. Ja, wenn es um Schätze geht. So, aber jetzt. Auf geht's. Muss man natürlich nachgucken, was wir Leckeres gefunden haben. Logisch. Hier. Beinschienen. Level 6, glaube ich, ne? Ja. Die holen wir uns gleich mal. Wir müssten wieder mal bei einem Schmied vorbeigucken. Level 5. Das sieht gut aus. Hüfte selten. Die habe ich... Nee, ein kritischer Treffer. Hm, aber 20 Schaden. Doch, die habe ich, glaube ich, schon mal graviert, ne? Wenn ich die zerlege, was gibt's denn dann? Eisenbrocken, ah nee. Na gut. Halt, da war noch was. Verzeihung. Da war noch was. Da oben. Ah ja, das. Was war da? 75 macht der. Boah. Das ist ja richtig heftig. Und noch irgendwo, es blinkt doch immer noch. Ach hier. Ist immer noch mehr. Ach, eine schwere Keule. 58. Naja, die Keule. Hm. Naja, wo ging's denn weiter? Ich weiß nicht, in welche Richtung. Oh, hier ist der Schmied. Eigentlich würde ich schon gerne erstmal zum Schmied. Ah, das ist alles so... fatal. Okay, war doch die Seite. Aber wir sind hier näher dran, also guck mal erstmal hier drüben. Und da jetzt immer so ein... Oh, Odysseus Palast haben wir entdeckt. Na, sag mal. Ostrakon-Rätsel, antike Tafel und ein Schatz. Oh je, und schon rot. Und schon ist es rot. Hier ist, glaube ich, nicht zu spaßen, oder? Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier steht. Ja, das ist schlecht. Aber ich wusste es auch nicht. Halt. Die antike Tafel. Uralte Tafeln plus 4. Und ist das jetzt... Was ist denn das jetzt, antike Tafel? Ist die jetzt hier? Nee. Hm. Aber hier drüben sehe ich sie auch nicht. Das ist der ganze Plunder, ne? Ah, hier oben, das ist eine Ressource. Uralte Tafeln. Die enthalten vergessenes Wissen um die Ingenieurskunst. Mit diesem Wissen kannst du Adrastea verbessern, was immer das bedeutet. Na, interessant. Oh. Ja, jetzt weiß ich hier. Na, greif doch mal den hier an. Ja, das ist der richtige Button. Ja, das geht schon viel besser. Au. Die sind gut dabei, die Jungs. Boah, es werden ja immer mehr. Mist. Mann. Ich
muss, ja, das ist einfach rein und los. Oh, wie viel sind denn das? Habe ich mich vielleicht ein bisschen übernommen? Ein kleines bisschen vielleicht. Finde und beschaffe Penelopes Tuch. Hm. All den können wir uns holen. Nee, aber du bist hier runtergekommen. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Au. Und da kommt der nächste, den schaffen wir auch noch. Aber dann müssen wir uns schon zurückziehen. Au, 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 weg, weg, weg. Nee, komm, langweilig ist hier gar nichts. Langweilig ist es hier beileibe nicht. Na, wie sieht's aus? Ich muss ein wenig Reis ausnehmen. Aber cool sieht's hier aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eieieiei. Da hat sich einer wieder vorgewagt, da. Da ist er. Und du hast dich vorgewagt. Ja, du, und du auch. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ich habe mich übernommen. Ja, ein bisschen schon. Aber... Boah. Ja. Ah, jetzt muss ich wieder ein bisschen stiften gehen, Jungs. Tut mir leid. Oh, die Schätze nehmen wir natürlich mit. Da kann man nichts. Also, wenn es um Schätze geht. Ich habe aber gar nicht gesehen, ob ich was gekriegt habe. Ich will hier runterjumpen und die fertig machen, aber... Ich habe scheinbar die Fähigkeit noch nicht. Schade. Ja, ich bin halt ein Feigling, was soll's. Wo denn hinten? Wer sieht mich denn? Ach, der da. Aber du hast dich hier vorgetraut. Oh, ich muss weg. Warte mal, wie war meine Fähigkeit? Oh, hier ist ein Schätzer. Ah. Oh, da kann ich ja richtig viel heilen. Das geht ja richtig schnell hoch. Cool. Ja, das habe ich gebraucht. Na Jungs, wie sieht's aus? Jetzt kann ich das schon wieder machen. Oh, toll. Ja, die Fähigkeit gefällt mir gut. Oh, hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Das ist aber nicht gut. 25 Bogenschützen. Na, komm, hier. Ja. Boah. Hallo. Ja, ich bin jetzt im drin. Na los. Aua. Aua. Ja. Ich muss euch erstmal hier, die Kleinen, die nerven mich am meisten. Oh, meine Hand tut weh. Voll die Drückerei hier. Oh, jetzt muss ich hier weg. Jetzt muss ich hier weg. Ja, ich muss weg. Komm, hoch mit dir. Na, geh doch mal hoch. Hm, Mist. Ah, jetzt hängt er sich. Sprengen. Ja, aber ich muss hier ein bisschen Reis ausnehmen. Oh, die Heilung gefällt mir richtig gut. Was ist denn das für ein Teil, den ich da in der Hand habe? Ja, hier bin ich. Jetzt bist du ganz... Oh, hat sich runtergehauen. So. Aber was die da für einen Pfeil im Arm hat? Ah, jetzt ist er endlich weg. Also sowas Komisches.
Was ist denn da unten? Da ist vielleicht das Tuch schon. Ja. Lass mich erstmal gucken hier. Penelopes Tuch. Oh, habe ich es gleich gefunden? Fleisch und Blut. Oder in Stoff. Nee, den Typen will ich nicht. Komm. Tschüss. Nee, lass den los. Mann. Wo ist denn jetzt mein... Gucken wir erstmal. Schatz plündern. Jetzt haben wir das Tuch schon gefunden, Mensch. Oh, da hinten ist er. Nee. Hier ist er. Ach nee. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Nee, ich muss erst noch den Typen wegholen. Der hat mich so geärgert. Den muss ich erst holen. 40 von 50. Was ist denn das hier? Halt, Holz. Danke. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man allein unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Das klingt nicht schlecht, aber ich hab's ja jetzt schon fast alle weggemetzelt, oder? Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Cassandra. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Was willst du denn beim Palast? Was willst du denn da oben? Ich bin eine Nachfahrin von Odysseus. Ich bin auf Pilgerreise. Du bist eine Nachfahrin des früheren Königs von Ithaka? Und des Mannes, der das trojanische Pferd gebaut und den Kyklopen besiegt hat, der bis zum Land der Lotusesser gereist ist. Um den es in der Odyssee geht? Ja, bin ich. Warum? Du bist nicht die Erste, die das behauptet, mehr nicht. Nun, ich muss meine Abstammung wohl nicht beweisen, um zum Palast zu kommen. Na la gut, dann los geht's. Wir sollten zum Palast, solange wir können. Olivenholz. Sind die Typen jetzt alle wieder auferstanden? Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Und da hatte ich den Hauptmann schon. Nee, da drüben ist doch das Symbol. Wir machen mal kurz diesen hier. Odysseus Palast. Was da ist, weiß ich nicht. Halt. Nee, und hier. Ah, mein Freund. Den muss ich mir erst nochmal holen. Lass mich doch nicht so bitten. Ja, ach nee, das ist auch wieder ein Tier. Was hast du denn hier entdeckt? Das ist bestimmt das Ostrakon-Rätsel. Aber wo der Hauptmann jetzt so hin ist? Mensch, das ist ärgerlich. Sie hat mir den Hauptmann weggenommen. Na gut, dann holen wir uns erstmal das Rätsel. Na, nimm doch. Tödliche Anziehung. Kephalenia, wenn du dich auf Odysseus Reise machst, nimm den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo er einst Athena traf. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzugewinnen und ihre Freier zu töten. Deine Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. Ein Ziegenhof in Ithaka. Wir sind doch, glaube ich, jetzt auf Ithaka. Okay. Also wahrscheinlich hier oben irgendwo. Was steht hier? Eine kleine Reise. Genau, das machen wir gerade. Ist das alles... Ach so, sie will durch den Palast hindurch. Alles klar.
Na gut. Und wahrscheinlich sollte ich sie begleiten, oder? Und ich laufe hier ganz alleine rum. Ach, da unten steht sie ja. Ja, ich bin da. Einen Schatz müssen wir noch finden. Na, mal sehen, wo sie mich hinführt, die Gute. Die Luzi. Bling, bling hat's gemacht. Siehst du, ich hatte hier einen Riecher. Drachmen und Lavendel. Komme, hallo. Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Was Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa. Nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Hä? Du bist ein bisschen enttäuscht, oder? Das ist aber nicht so gut. Ist doch super hier. Gar nicht, was die hat. Es hat wieder bling bling gemacht. Ich sehe es nur nicht. Hier vielleicht? Nee. Ja, ich bring dich ja zu deinem Boot. Mann. Halt. Da hat's geblinkt. So, jetzt bin ich da. Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Versuch's weiter, dann schaffst du's. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist die Erste, die mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Naja. Finde deine eigene Größe. Größe birgt kein leichtes Schicksal. Ich kann dir keinen Rat geben. Odysseus wollte nicht in den Krieg ziehen. Und als er vorbei war, brauchte er 10 Jahre nach Hause. Er hat so viele Jahre verloren, nur weil die Götter sich eingemischt haben. Bleib zu Hause. Verbring Zeit mit der Familie. Leb dein eigenes Leben. Aber wer wird sich dann an mich erinnern? Möchtest du in Erinnerung bleiben oder glücklich sein? Darüber muss ich nachdenken. Danke. Ja, dann soll die Maschine nachdenken. Eine kleine Odyssee abgeschlossen. Wir haben ja aber noch was zu tun. Einen Schatz. Ich weiß nur nicht wo. Mein Freund. Er zeigt mir den Weg. Das gefällt mir gut. Ist das in dem Haus? Ah ja, hier unten. Hallo, Schätze. Ich freue mich. Na, was haben wir da? Schuppenkampfhandschuhe. Das sieht gut aus. Die gefallen mir. Wo sind sie? Level 6 stand doch da hier, ne? 14, 16. Ja. Das gefällt mir. Und den hier, die hatte ich... Ja, die hatte ich... Upgraded. Ja, vielleicht kann ich die ja auch... Ja, beim Schmied. Wenn das geht.
Dann tue ich die seltenen wahrscheinlich upgraden. Ich soll zu Elpenor zurückkehren. Wo ist denn der Gute? Hier drüben. Penelopes Tuch. Na, dann machen wir das mal. Und zwar hierher. Was? Wieso geht denn jetzt die Schnellreise nicht? Hallo? Das macht mich... Ach so, weil ich noch in dem Palast bin wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich noch in dem Palast bin. Und das ist feines Gebiet, oder? Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Ich schätze mal... Sind wir jetzt auch? Hallo? Jetzt. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. X nicht mehr verfolgen. Ah, da hat die Schnellreise ja gut funktioniert. Sind wir wieder zurück in Kefalenia? Auf zu... Oh, das tat weh. Und der nächste? Oh, der tat auch weh. Aber sie lebt noch. Ja, und danach gehen wir mal nach Süden. Holen uns noch den Aussichtspunkt, der danach gefehlt hat. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen, so weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Militärische Ränge bedeuten mir nichts. Ich bin Söldnerin, keine Mörderin. Ich bin keine Mörderin. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? Ich bin hin und her gerissen. Wer ist denn dieser Feldherr, den ich töten soll? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Kannst du mir etwas über Megaris erzählen? Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist, in militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Mist, jetzt habe ich aus Versehen, ich wollte eigentlich noch das unterste, aber ich habe wohl eins zu viel geklickt. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande, es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut, ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Ja, woher soll ich denn wissen, dass deine Seite die richtige ist? Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Und was für ein Krieg? Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Na gut, dann tschüss. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Tu
Totentuch von Penelope. Da schauen wir gleich mal rein, was das Tuch uns bringt. Ja, die Quests. Ja, der El Penor. Ich soll einen Feldherrn töten. Allerdings befand sich ihr Ziel in Megaris. Das hieß, dass Cassandra ein Boot braucht. Okay, Schiffsbauer. Weltcharaktere. Ach, das ist bestimmt das andere. Na gut. Inventory. Ist das hier das Tuch drin? Ah, hier unten. Ein Kriegsspeer. Gewöhnlich. Und mein Dolch macht auch 75. Okay. Hä, aber wo ist denn jetzt das schöne Tuch? Was haben wir hier noch? Ah. Ja, 5% Jägerschaden. Eine Sekunde Vergiftungsdauer. Na gut. Und hier. Totentuch von Penelope. Das von Penelope gewebte Totentuch. Sie versprach, nach der Fertigstellung einen Freier zu erwählen. 5% Attentatsschaden, 1% Chance auf kritischen Treffer. Sehr gut. Das gefällt mir gut. Ja, aber die Quests... Das will ich nicht verfolgen. Okay, das ist das. Alles klar. Ah, da drüben. Halt, ich muss da nochmal rein. Jetzt habe ich es erst gesehen. Hier. Die Odyssee. Elpenors Angebot war zu schön, um wahr zu sein. Verhindere für ein hübsches Sümmchen, das der Wolf von Sparta Megaris einnimmt. Nur die Gründe kannte niemand. Okay. Das ist so ein Sonderquest oder was? Naja, nicht schlecht. Ich brauche. Ja, du brauchst einen Schiffsbauer. Ich wollte jetzt erstmal, was ist hier? Achso, da ist der Schiffsbauer. Nee, ich will erstmal zum Schmied. Ich suche den Schiffsbauer auf. Ja, wir gehen dann erstmal einer anderen Sache nach, Mädel. Das mit dem Schiffsbauer, das kommt schon noch. Keine Angst, aber. Ich mach den Schiffsbauer jetzt nicht. Aber ich muss erstmal zum Schmied. Das ist wichtig. Schmied, wo bist du? Mann, der Schmied versteckt sich wieder hier vor mir. Wie kann ich helfen? Ja. Auf jeden Fall wollen wir was verkaufen. Wo sehe ich denn... Ja, erstmal das hier, das stimmt. Oh, das gab 3, das gab 700. Den habe ich an. Ach so, alles klar. Ja, die anderen verticke ich erstmal alle. Kriege ich da nur Drachmen eigentlich? Ja, scheinbar kriege ich da nur Drachmen. Wir hauen erstmal den Speer. Den Bogen. Stufe 1 Bogen, Stufe... Ah, Dolch, naja. Ich wollte irgendwas gravieren, was... Ich wollte die Stulpen hier. Ich wollte eigentlich die Rüstung erhöhen. Das geht hier. Ah, hier, Gesamtrüstungswert. Plus 6. Und kostet 22. Jetzt hat er. Hä? Plus 6 Gesamtrüstungswert. Aber die 8 Rüstung ist ja gleich geblieben. Ich bin ein wenig irritiert. Zeig nochmal her. Naja, naja, das wenn der... Mal gucken, warte mal. Wir gehen mal raus. Frag, wonach dein Herz verlangt. Gehen mal ins Inventar. Sehe ich denn irgendwo... Rüstung 110... Rüstung 110. Nee, das lohnt sich nicht. Oder der hat 16. Acht, nee, das sind nur 14. Na, das lohnt sich leider nicht. Schade.
Na gut, dann verkaufen wir mal die ganzen Stulpen beim hier Kollegen. Minderwertige Ware wirst du hier nicht.